Hallo Leute und willkommen zurück zu Sanctum 2 Hardcore. Ja, ich bin jetzt erstmal im Level drinne, weil ich euch das Easter Egg ja auch noch zeigen wollte. Und dazu braucht ihr zum einen Sky Orten und noch zusätzlich hier, wie heißt das denn? Ja, dieses komische RYMDSKOR, damit ihr einen Dreifachsprung für Sky kriegen könnt. Ne? So, zum einen, ihr müsst hier rauf. Allein das ist schon nicht so leicht. So. So, dann hier hin. Dann hier. Nicht zu weit gesprungen. Dann eigentlich darauf. Ja, mal gucken, wie lange es jetzt dauert, ey, bis ich wieder oben bin. Ich habe vorhin schon wieder ein bisschen länger hier probiert. Ja. Ich wollte euch unbedingt halt das Easter Egg hier in den Level noch zeigen. Das eine habe ich euch ja schon gezeigt. Alter, jetzt auf einmal springt sie viel zu weit. Eben gerade, als ich es versucht habe, da hochzukommen, da ist sie gar nicht so weit gesprungen. Ja. Jetzt auf einmal springt sie wieder zu kurz. Ja, nee. Ihr müsst da rauf halt, ne? Aber ich will es halt euch auch noch zeigen. Dann gehe ich halt nochmal kurz aus dem Level gleich wieder raus. Ich werde jetzt halt noch nicht anfangen zu bauen. Jetzt springt sie gar nicht. Och, Mann, Miedel. Jetzt will sie mich wieder ärgern. Alter. Jetzt werde ich nervös. Wenn das schon wieder nicht klappt hier. Ja, dann wird das halt ein bisschen längerer Part. Nicht runterfallen, du kleine... Alter. Spring doch darauf, du kleines Drecksviech. Ganz in Ruhe. So. Ja. Jetzt springt sie wieder nur so kurz, diese kleine. Ist doch nicht. Jetzt springt sie da. Ja. Und springt da gar nicht mehr rauf. Das gibt's doch nicht. Nochmal. Ja, man muss schon so ein bisschen richtig stehen. Gibt's nicht. Vorhin habe ich es zweimal hochgeschafft. Ohne ein Problem. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt springt es so weit. Springt sie gleich in den Abgrund. Och, meine Herren. Nee, jetzt will sie mich so ein bisschen verarschen hier. Mir egal, Hauptsache hier oben. Ja, ihr könnt es ja sehen, also es klappt, man kann da drauf. Glaubt es mir.
Ich will euch das noch zeigen. Und wenn das ein 45-Minuten-Part wird. Sorry. Bleib doch stehen, du kleine miese Drecksdüse. Ja, ist klar. Jetzt bleibt mitten in dieser komischen Ding da mehr oder weniger hängen. Will sie gar nicht nach links, nach rechts. Also, wenn ich meine Maus noch 5 Millionen Mal nach justieren muss hier, um nach rechts lenken zu können. Dann jetzt will sie mich ganz verarschen hier. Also ich sehe momentan wieder letzte Noob aus, ey, dass ich da nicht hochkomme, ja. Ist doch nicht. So. Ja, könnt ihr jetzt sehen, ich stehe jetzt halt auf diesem Kasten drauf. So. Und hier oben würde es dann auch halt nochmal Minen geben. Ja, die kann ich ja mal... Na gut, die gehen sowieso gleich raus. So. Nein, nein, nein! Oh Mann! Jetzt, ich sag's ja, die will mich jetzt ganz in den Wahnsinn treiben. Ey, jetzt fällt sie da auch noch runter, ey. Kann nicht sein, sowas. Ich muss meinen Maus schon wieder nachholen. So, nochmal. Dann hier rauf, wollte ich sagen. So. Und da unten ist der Schalter. Am besten auch mit einem Doppelsprung rüber. Jetzt habe ich ihn gedrückt. So. Ja. Und dann ist hier runter, müsst ihr halt hier ganz nach unten gehen, so weit wie möglich. Und hier ist dann dieser Raum aufgegangen. Und? Da habe ich mich auch zuerst erschreckt. Ja, hier so ein kleines Easter Egg. Also Koffein Studio, also die haben ja schon so ein bisschen Humor, also muss man den schon zugeben, ne? Ja, und das war's. Naja, gut. Ja, nee, ich denke mal, dann würde ich wohl die Folge mal so... Oder? Nee, starten tun wir jetzt noch. So, jetzt habt ihr das ja auch mal gesehen. Na, hier ist ja das andere Easter Egg gewesen. Na, hier mit den Blumen, der halt auf den Spielautomaten einhaut. So, jetzt aber raus. Na. Und wir wollen mal das Level endlich mal anfangen. Ja. Ja, sorry Leute dafür, dass ich halt so lange gebraucht habe. Ist nicht leicht da hochzukommen, also. Ja.
Mal so viel dazu gesagt. Ja, aber trotzdem, ich bleibe bei Sky und meiner Ausrüstung, die ich momentan habe. Bloß das hier werde ich jetzt nochmal umändern, halt mit den Kernschaden. Jo. Aber ich denke mal... Ach, was kommt denn? Eigentlich nicht so viele kleine, ne? Dann bin ich überlegen... Ja, eigentlich brauchen wir den, ne? Damit sie noch länger in diesen komischen Flammen drinne bleiben. Ja, versuche ich halt mal so. Ja, also... Ich versuche erstmal das Level wieder wie gehabt. Ich versuche jetzt nicht darauf zu kommen, ne? Ohne Dreifachsprung wird das nicht... Wird das nicht so richtig was. So. So. Auf jeden Fall hier erstmal ziehen. So. Ach ja. Ja, Mann, ich bin überlegen, ey. Wie kriegt man die hier? Ist es ja eben. Man kriegt die nicht vernünftig hier lang gelenkt. Dass sie halt hier außen noch umlaufen können. Ja. Ich denke mal, ich werde hier hinten wohl erstmal zumachen. So. Ich habe ja noch genug. Oh. Das sollte ja nicht das Problem sein. Nein, nicht dein. So. So, man kommt hier lang. Ja, das ist es ja eben. Jetzt habe ich mich wieder so ein bisschen verbaut, so wie es aussieht. Da sollte man schon so ein bisschen... besser angehen hier. So. Okay, ja, aber ich muss halt selber erstmal gucken, wie ich das am besten mache. Hier auf jeden Fall das. Ja, da kommt hier auf jeden Fall ein Chrono Tower hin. Damit sie halt hier sehr viel länger halt auch sehr viel länger hier drinnen bleiben. Es hier weiter. This is gonna get him. Phew. Aha. Ja, ich denke mal hier am besten wieder halt zusehen, dass man halt die den ganzen Range am besten ausnutzt von den Türmen.
Naja. Ich meine, hier war eigentlich mehr oder weniger die beste Taktik, lieber doch vom Kern her aus anzufangen. Alter, der Kern ist direkt vor deiner Nase. Was macht er? Greift mich an. Ja, wie gesagt, ich bin selber mal überlegen. Das Level hatte ich eigentlich auch auf eigene Faust geschafft. Also, das war eigentlich gar nicht so schwer. Ja. Deswegen, man muss halt so ein bisschen gucken. Boah, jetzt habe ich natürlich hier schon die ganzen Ressourcen mehr oder weniger verbraucht. Ja, ich muss halt mal gucken. So. Ja, jedenfalls erstmal gucken, wie schnell wir überhaupt mit den Level durchkommen. Aber bis jetzt sieht es jedenfalls noch ziemlich gut aus eigentlich. Aber ich mache ja eigentlich eher weniger noch Sorgen. Das größte Problem, kann ich mich jedenfalls noch dran erinnern, war die Flugviecher. Weil die können ja von beiden Seiten kommen, egal. Ja, ich hätte hier lieber den Verstärker mitnehmen sollen, fällt mir mal gerade so ein. Was kommt denn? Ziemlich. Oh, kommen ja doch so viele kleine. Ich mach doch lieber den Erdbebengenerator mitnehmen sollen. Ja gut, aber dafür habe ich halt mein Gatling Laser mit. War knapp.
Das hätte mich auch ziemlich schnell da hinten rausgehen können. Ja, ich muss ihn halt mal gucken, was kommt denn? Naja, eigentlich auch nicht so schlimm. Ah, ich habe auch wieder vergessen, die Tower mal auf starke Gegner angreifen zu stellen. Ja, das habe ich in den letzten Part nämlich auch vergessen, fällt mir mal gerade so ein. Hätte ich nämlich meine Tower nämlich so einstellen sollen, oder so einstellen können, dass sie halt nur starke Gegner angreifen, hätte ich es nämlich auch ein bisschen leichter gehabt. Naja. Ja. Ach ja. Ja, aber ich sehe das schon kommen. Ich habe wieder nicht genug. Wird dieses Level wieder nicht auf Anhieb packen. Phew. Ja, ich würde dieses Level wieder nicht auf Anhieb packen. This will do it. Yeah. Come on!
Ja, jetzt mal schauen. Ja. Joa. Leider nicht ganz. Ja, hier ist halt wieder ein Problem, dass man halt wieder ziemlich wenig Material hier hat. Ich sag's ja schon immer, also dieser Gatling-Laser gegen viele Gegner ist das natürlich die ideale Waffe. Was kommt denn jetzt? 10. Boah. So. Machen wir den auf 3, dann deckt er das ganze Ding hier ab. Sollte ja wohl ausreichen. So, den noch auf 3. Und mal umstehen. Dass er immer den stärksten nimmt. Ja. Wenn ich jetzt die Tower nicht großartig hier verteilen kann, ist jetzt auch nicht so schlimm. This is gonna get him. Ja, aber ihr könnt es ja auch sehen, also hier sind so irgendwie wieder viel leichter zu bekommen. Kommt mir jedenfalls so vor.
Ja, das war Welle 7. Naja. Ja, könnt ihr auch sehen, eine Flak reicht auf jeden Fall aus. Na. Was kommt denn diesmal? 7 Schweber. Okay. So, den stelle ich auch mal um auf Stärkste. Naja, naja. Ja, ich denke mal, da sollten wir uns eigentlich mal hauptsächlich drum kümmern, ne? Ja. Woher kommen sie denn? Könnten wir die nicht noch so ein bisschen hier. So laufen lassen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das hier am besten war. Naja. Killing off Burner. Ja. One tower at a time. Man, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob jetzt hier ein Bossgegner kam oder. Oder was jetzt eigentlich hier so schwer an diesem Level war. Eigentlich hatte ich ihn doch ziemlich leicht in Erinnerung. Ja, gut, aber trotzdem, die Schweber dürften trotzdem nicht durchkommen. Oh Mann, das ist natürlich gar nicht gut, ja. Jetzt können sie sich ganz gemütlich wieder heilen auf dem Weg. Ja, aber die müssen ja ihre Rückseite zeigen. Ja, naja, gut. Ja, aber das war's. Ja? Ja, ich könnte sogar Glück haben. Mann, ich, ja, ich könnte sogar Glück haben. Tatsache, habe Glück. Wäre natürlich jetzt dumm gelaufen, wenn jetzt wieder hier einer festgehangen hätte. Na. So, ah, ich meine jedenfalls, das war die beste Taktik, sich hier eigentlich mehr oder weniger zu verschanzen. Ja. Ich muss mir dann überlegen. Noch hier auf. So, was kommt denn jetzt? Spucker, Spucker. Gar nicht so wild, ne?
Ja, nicht die Bilder. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Pontons zu verteilen. Au, das ist ein großer. Ja gut, aber der müsste trotzdem, ne, ziemlich schnell platt sein. Meine ich ja. Ja, aber auch die großen Spucker, die sollten uns eigentlich kein Problem machen. Ja. Ist ja mal so ziemlich überhaupt keiner durchgekommen jetzt eigentlich. Autsch. All clear for now. Jo, das war 9. Naja. Mann, jetzt in der letzten Welle kam, glaube ich, noch die. Ah ja, dieser eine. Doch, kam doch ein Bossgegner. Ja, meine ich doch. Ich wusste da doch irgendwas. Ja, aber. Jetzt weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, ein etwas verbesserter Schweber gewesen, glaube ich, ne? Naja. Nee. So. Ich könnte uns auch mal hier die ganzen Minen holen. Da unten waren, glaube ich, keine. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt überhaupt für den Schweber großartig Sinn macht. Also halt der Schweber da durch Schaden nimmt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, aber jetzt die vom Dach oben werde ich natürlich nicht holen. Na. Gut, aber wir haben ja den Drohnenwerfer, also dann sollte der Schweber eigentlich kein so dermaßen großes Problem sein. Jo, dann wollen wir mal gucken, ne? Wie weit wir kommen. Ich meine, jedenfalls die Minen, die konnte man auch noch aufnehmen, also halt der Teil, wenn die Runde schon angefangen hat.
nein! Ja, das war's. In der letzten Runde. Ja, kann doch nicht wahr sein, sowas. Ey, was ist denn das für ein Bug? Was soll denn das für eine Scheiße? Wieso feuert der denn jetzt nicht? Ach, guck, jetzt auf einmal nach 20 Jahren. Mhm, klar. Ja, nee, sorry Leute. Bin dafür, dass ich euch jetzt doch ein bisschen aufgehalten habe. Ja, ich hätte mich wohl doch mehr um den Boss kümmern müssen. Eigentlich das Hauptziel gewesen. Ja, jedenfalls, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich trotzdem freuen. Auch über das Easter Egg. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.